bin Christopher Blum von Language School. Bin einer der Gründer, verantwortlich für die Produktentwicklung, für die Softwareentwicklung. Bin eigentlich selber ein passionierter JavaScript-Entwickler. Muss auch dazu sagen, die Präsentation dreht sich um Machine Learning und künstliche Intelligenz. Und ich bin eigentlich nicht wirklich ein Data Scientist. Also habe mich damit wirklich die ganze Zeit immer nur so ein bisschen oberflächlich beschäftigt. Wir haben zum Glück Leute bei uns, die sich da Vollzeit drum kümmern und die das auch sehr, sehr gut können und deutlich besser als ich. Während ich bei einer Teamgröße von 25 Leuten tatsächlich ein bisschen eher mich auf das Management und manchmal komme ich auch noch dazu zu programmieren. Ich bin so Generation Stack Overflow. Sagt euch vielleicht was. Johannes meinte gerade nur so euch alten Cobol-Entwicklern. Genau, habe vorher unter anderem bei Xing gearbeitet, Jimdo sagt vielleicht auch den Hamburgern hier was, habe ein Unternehmen auch gegründet, Protonet, das waren so kleine Private Cloud-Boxen in Orange, kennt man vielleicht ein paar, kennen die vielleicht noch, hatten so eine Hochzeit zu den Zeiten von Edward Snowden und der NSA. Genau. Zu Language Tool. Language Tool ist eine Textkorrektur, um es einfach zu beschreiben. Es hilft jedem, besser zu schreiben. Also sei es ein Unternehmen, was irgendwie eine Support-Abteilung hat und jeden Tag 10.000 Mails beantworten muss, aber auch das einfache Lieschen Müller, was jeden Tag E-Mails beantworten muss, was Tweets schreibt, was auf LinkedIn aktiv ist und einfach keine peinlichen Fehler machen will. Sei es Rechtschreibfehler oder auch Stilfehler. Genau. Und natürlich unterstützen wir nicht nur eine Sprache, sondern mehr als 20 Sprachen. Jetzt fragt man sich, wie ist das denn möglich überhaupt, dass man so Grammatikfehler in auch Chinesisch und Japanisch und sogar Tagalog, was man in, Und also wie kriegt man das hin? Ist ganz einfach, mein Mitgründer, der ist schon ein bisschen älter, der hat 2003 ein Open-Source-Projekt gestartet. Das war seine Diplomarbeit, nämlich Language Tool. Und 2003 bis heute, so eine lange Zeit, und in der Zeit ist eine kleine Community um dieses Open-Source-Projekt entstanden. Das heißt, Leute auf der ganzen Welt haben sich irgendwie diesem Projekt angeschlossen und haben angefangen, so kleine Verbesserungen für ihre Sprache zu bauen, um bestimmte Fehler einfach zu finden. Die meiste Nutzung heutzutage findet in den Browser-Add-ons statt. Wie stelle ich mir das vor? Das ist wie eine kleine App für meinen Chrome oder eine kleine App für den Firefox, die ich mit nur einem Klick installieren kann. Und jetzt schreibe ich auf LinkedIn irgendwie eine Nachricht und dieses Add-on läuft im Hintergrund mit und zeigt mir, an welcher Stelle ich einen Fehler gemacht habe, indem es das ganz einfach im Text unterstreicht. Hier auf dem Screenshot kann man das ganz schön sehen anhand von WhatsApp. Ich klicke auf das Wort drauf, kriege sofort einen Vorschlag, in dem Fall hier einen Kommafehler. Und natürlich gibt es auch Apps für Mac, für Windows. iOS-Version ist auch sehr beliebt seit kurzem. Genau. Ein paar Zahlen. Jeden Tag werden irgendwie 25 Millionen Texte mit Language Tool geprüft. Wir haben jeden Monat knapp 3 Millionen aktive Nutzer. Mittlerweile 150 Server hosten in Deutschland bei Hetzner, nicht bei AWS. AWS ist ein bisschen teuer für uns. Hetzner ist tatsächlich deutlich günstiger. Ich kann jedem nur empfehlen, immer mal die Hetzner Cloud sich anzuschauen. Das Schöne ist, der Name ist ein bisschen beliebter in Deutschland. Der Preis ist ein Riesenunterschied tatsächlich. Es kommt natürlich aber auch ganz darauf an, was für Anforderungen man hat. Wir sind, habe ich eben schon gesagt, 25 Leute, davon ein Fünftel im Team, was sich um Machine Learning kümmert. Unser Hauptsitz ist im schönen Potsdam. Haben natürlich auch hier ein Büro in der Schanze. Ich sitze hier in der Schanze mit einem Team von vier Leuten tatsächlich. Wir machen nichts anderes als Frontend-Entwicklung. Wir bauen im Grunde die Browser-Add-ons und die Website. Genau, große Open-Source-Community, gibt es seit 2003. Und das Business-Model, das Geschäftsmodell ist Freemium.
sagt euch wahrscheinlich was, sowas wie Spotify. Also ich kann es kostenlos nutzen bis zu einem bestimmten Grad und dann irgendwann, wenn ich zum Beispiel mehr Stilvorschläge haben will, dann muss ich dafür 59 Euro im Jahr bezahlen. Unsere Investoren sind ist eine ganz, ganz interessante Kombination. Automattic und Klett. Automattic kennt wahrscheinlich kaum einer hier. WordPress, ganz genau. Sind die Inhaber von WordPress und Tumblr. Und Klett. Klett sagt vielleicht auch ein paar Leuten hier was. Größter Schulbuchverlag Europas. Genau. Jetzt die übliche Logo-Slide, bevor wir loslegen. So, wer nutzt uns? Genau, also wir haben irgendwie von der Apple-Marketing-Abteilung über jeder Artikel, der durch Bild oder Welt geht, wird durch Language-Tool geprüft, einen ganz guten Kundenstamm. So. Wie haben wir bis vor 2 Jahren Fehler gefunden? Über Regeln, Grammatikregeln. Hier habe ich so ein ganz einfaches Beispiel mal mitgebracht. Sorry for my bad English. Da ist natürlich ein Fehler drin. Bad, bad. So. Und wir haben eigentlich nichts anderes gemacht, als Regeln in diesem Format zu schreiben. Das heißt, so im XML-Syntax kleine Pieces gebaut, die Fehler finden. Und haben dafür irgendwie eine kleine Armee von Regelschreibern. Das sind dann so Studenten, IT-Informatik-Studenten, aber auch Germanistik-Studenten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als irgendwie solche Regeln bauen. Hier nochmal ein anderes Beispiel. Es gibt sogenannte Part-of-Speech-Tags. Das heißt, jedes Wort hat einen eigenen Part-of-Speech. Zum Beispiel haben wir hier das Beispiel NNS. NNS ist ein Plural-Noun, also ein Pluralwort. Und diese Regel findet praktisch die falsche Kombination aus einem Singular-Artikel und einem Plural-Substantiv. So kann man sich im Grunde das vorstellen, wie Language-Tool bis vor 2 Jahren größtenteils funktioniert hat. So. Davon gibt es für alle Sprachen mittlerweile mehr als 50.000 von diesen Dingern. Das ist ziemlich verrückt. Man denkt so, seit 2003 haben wir irgendwie 50.000 Regeln gebaut und trotzdem sind wir noch lange nicht in der Lage, jeden Fehler zu finden. Also jeden beliebigen Fehler, den irgendwie Menschen da draußen machen. Und haben uns gefragt, ja, wie können wir das skalieren? Und der erste Gedanke war, wir müssen mehr Leute einstellen und wir müssen von 50.000 auf 500.000 Regeln kommen. Aber das skaliert irgendwie nicht so richtig. Vor allem als kleines Unternehmen, als Startup, wenn du Leute bezahlen musst, die dich von 50.000 auf 500.000 Regeln bringen, dann kostet das ein bisschen was und vielleicht auch ein paar Nerven und kostet nicht nur Geld, sondern auch ganz viel Zeit. Und es gibt halt auch viele, viele Restriktionen, die dieser Regelansatz mit sich bringt. Ein kleines Beispiel hier aus der deutschen Sprache. Ich habe sie gestern gesehen versus ich habe sie gestern gesehen. Das ist zweimal grammatikalisch der richtige Satz. Nur einer von beiden könnte auch falsch sein. Noch ein Beispiel aus der englischen Sprache. We are working hardly. Beliebtes Beispiel wenn ein Deutscher versucht, Englisch zu sprechen. Hardly bedeutet kaum in diesem Kontext. Ne? Das könnte auch richtig sein. Also könnte auch sein, wenn ein Native Speaker das sagt, dass er das genauso meint. Aber kann natürlich auch sein, wenn ein Deutscher das sagt, dass er eigentlich was anderes meint. Und dann wird es ein ziemlich peinlicher Fehler. Und wir haben herausgefunden, dass Machine Learning uns dabei helfen kann, dieses Problem zu lösen. Ist nicht alle Heilsbringer, aber es hat uns ein ganzes Stück nach vorne gebracht. Machine Learning ist da draußen auch schon im Einsatz. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie die Ersten sind, die da irgendwie einen großen Durchbruch erzielt haben. Ich glaube, jeder hier kennt DeepL und ist auch begeistert von DeepL. Also ich bin es zumindest. Die machen echt gute Arbeit. Gmail kennt man vielleicht auch hier aus dem Screenshot, kleines Beispiel. Die haben mittlerweile so eine Autovervollständigung. Also wenn ich irgendwas tippe, was ich vielleicht schon 20.000 Mal getippt habe, dann erkennen die das und machen mir einen Vorschlag. Was sehr, sehr praktisch ist. Trotzdem glaube ich, dass Machine Learning heutzutage in der Welt da draußen vor allem nur dann gut funktioniert, wenn es Stand jetzt eine Art Assistenztechnologie ist. Also der Nutzer immer noch die finale Entscheidung trifft
und die Abnahme macht. Es muss eine gewisse Fehlertoleranz existieren beim Nutzer. Ein Beispiel, wenn ich ein selbstfahrendes Auto baue, was von 10.000 Ampeln eine, von 10.000 roten Ampeln eine übersieht, dann ist das ein Problem tatsächlich. So, ja, da gibt es eine sehr niedrige Fehlertoleranz, die praktisch bei null ist bei, bei den Endbenutzern. Bei uns, wenn es zum Beispiel um Kommas geht, wenn wir von 10.000 fehlenden Kommas eins nicht finden, dann überlebt das, dann überlebt das die Gesellschaft, dann überlebt das das Unternehmen und dann überlebt das auch der Endbenutzer. So, um Machine Learning anzuwenden, braucht man eine Menge Trainingsdaten. In unserem Fall sind das vor allem Texte. Ja, um eine Grammatikprüfung und eine Textkorrektur zu bauen, braucht man natürlich irgendwie so viele Texte in verschiedenen Sprachen wie nur möglich. Und sie müssen von hoher Qualität sein. Sie müssen idealerweise, wenn man eine Maschine ja nicht mit fehlerhaften Texten trainieren. Also man kann nicht einfach da draußen rausgehen und irgendwie das ganze Internet crawlen. Das Internet ist voll von Rechtschreibfehlern. Also YouTube-Kommentarspalten crawlen bringt nichts. vor allem ist es auch ganz schlecht, eine Maschine anhand von YouTube-Kommentarspalten zu trainieren. Keine gute Idee. Genau. Und die üblichen Quellen sind für die meisten immer Wikipedia und Newsartikel. Das Problem ist nur, dass niemand da draußen so kommuniziert, wie auf Wikipedia Texte geschrieben werden. Also auf Wikipedia findet man praktisch keine einzige Anrede oder Grußformel. Also wenn man das fehlende Komma oder das falsche Komma hinter einer Grußformel finden will, dann kriegt man das nicht hin, wenn man eine Maschine anhand von Wikipedia trainiert. Und erst recht nicht von Newsartikeln. Der Vorteil ist aber von Wikipedia und den Newsartikeln, dass sie meistens durch eine Art Lektorat gegangen sind. Das heißt, bei Axel Springer, die haben irgendwie einen riesen Korrektorat, Lektorat, Korrektorat, die machen nichts anderes als Fehler finden. Und machen das auch ziemlich gut. So. Und deswegen gibt es für uns ein paar andere Quellen, wo wir unsere Daten holen. Das eine sind Untertitel, Filmuntertitel. Die funktionieren tatsächlich sehr, sehr gut für uns. Das andere, Enron. Kennt noch jemand Enron? So ein ganz, also eigentlich das amerikanische Wirecard. Waren, ich glaube, um die 2000er Jahre, das war ein riesen Börsencrash damals, als die pleite gegangen sind, weil sie Bilanzfälschung, so ein Bilanz, also die haben ihre Bilanzen gefälscht. Und da ist irgendwann jemand hingegangen und hat den E-Mail-Verkehr aus diesem Unternehmen, aus der Insolvenzmasse herausgekauft und Open Source veröffentlicht. Ganz spannend. Und dieser E-Mail-Verkehr ist tatsächlich auch nur von den irgendwie Top-Managern und das über mehrere Jahre, was auch ganz gut ist, weil was man halt auch immer weiß, dass je höher der Bildungsgrad, desto höher ist auch die Qualität der Rechtschreibung. Deswegen ist das tatsächlich ein gutes Werkzeug. Das andere ist Tatoeba. Tatoeba ist so eine freie Übersetzungsdatenbank, die voll ist mit Millionen von Texten, was wir auch verwenden zum Trainieren der Maschinen. So, jetzt hat man die Daten. Jetzt hat man irgendwie mehrere Millionen Sätze und muss die irgendwie in so eine Maschine reinwerfen und diese Maschine darauf trainieren. Das kostet tatsächlich Geld, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber diese Ressourcen, die man dafür benötigt, die muss man erstmal haben, GPUs heutzutage zu kaufen, ist gar nicht so einfach. Wir kennen alle die Chip-Krise plus Preise, die in die Höhe schnellen. Es gibt so das Beispiel von GPT-3, das ist von OpenAI. Ich glaube, jeder hat schon irgendwie mal aus der Presse von GPT-3 gehört. Das ist so der Standard im Moment, der Goldstandard, wenn es um Machine Learning in NLP geht. Und da sagt man, es hat irgendein schlauer Mensch das mal nachgerechnet und gesagt, es kostet, hätte 12 Millionen Euro gekostet, nur an Computerressourcen so ein Model zu trainieren. Das müssen wir zum Glück nicht, weil ne, GPT-3 ist irgendwie fast auf dem gesamten Internet trainiert worden. Wir nehmen im Grunde nur ein ganz kleines Subset. Genau. Zum Glück gibt es auch Models, Machine Learning Models, die bereits trainiert wurden. Tatsächlich von den großen bekannten Unternehmen von Google, Microsoft und Apple. Die haben riesige Teams und die haben tatsächlich ein großes Interesse daran, diese Models zu open sourcen.
und also der Community zur Verfügung zu stellen. Und es gibt auch gesamte Datenbanken, so eine Art GitHub für Machine Learning Models. Hugging Face heißt das. Kann jeder irgendwie seine eigenen fertig trainierten Models zur Verfügung stellen. Die funktionieren manchmal ganz gut, manchmal auch überhaupt nicht gut. Aber es ist ein ganz guter Start, wenn man sich damit beschäftigen möchte. Und natürlich, leider gibt es die meiste Arbeit wird in der englischen Sprache gemacht. Einfach von der Natur, dass die Unternehmen in den USA sitzen, dass Englisch die meistgesprochene Sprache ist. Ja, logisch. Und natürlich auch die meisten Leute, die sich mit Machine Learning beschäftigen, tatsächlich auch aus den Ländern Indien, Amerika, also USA und so weiter kommen. So, jetzt mal ein bisschen konkreter. Wie funktioniert dieses Machine Learning eigentlich für uns? Jetzt haben wir eine Maschine trainiert mit Abermillionen Sätzen, die wir aus Wikipedia, die wir aus Enron, aus Tatoeba, aus den Filmuntertiteln genommen haben. Und jetzt gibt es so ein Konzept, das kommt von BERT, B-E-R-T. BERT ist ein Framework oder ein vortrainiertes Modell von Google, was Open Source zur Verfügung steht. Und die haben diesen Ansatz von Masked Language Modeling. Und Masked Language Modeling macht nichts anderes als, du gibst dem Ding einen Satz und streichst ein Wort raus. Und jetzt fragst du die Maschine, was glaubst du, welches Wort kommt denn da rein? Und die Maschine antwortet, ich habe hier Abermillionen Sätze und ich gucke mal, welche Wörter sind am häufigsten irgendwie vor dem Wort Englisch und macht Vorschläge mit Probability Scores etc. Und da hat man im Grunde die Antwort. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte ein Model trainieren, was die Confusion von, die Verwechslung, die Wortverwechslung von bad und bad findet, dann ist das hier der Ansatz. Das funktioniert meistens sehr gut, aber auch nicht immer. Es gibt viele Beispiele, die in der Vergangenheit, wo wir echt lachen mussten, wo wir auch die uns zur Verzweiflung gebracht haben. Ein Beispiel, was ich immer wieder gerne nenne, ist, haben wir die falschen Trainingsdaten verwendet, nämlich sehr, sehr Wikipedia-lastig. Da wollten wir ein Model auf das Wort Germany trainieren. Und es hat häufig Nazi-Germany vorgeschlagen. War nicht so gut. Genau. Und deswegen muss man das Ganze manuell noch ein bisschen tweaken. Und dafür haben wir auch nochmal so eine Art XML-Regeln, mit denen wir so eine Art Post-Filtering machen können. Hier ist so ein Beispiel. Wir haben ein Model, was Kommas in der englischen Sprache, fehlende Kommas in der englischen Sprache findet. Und es gibt diese einfache Komma-Regel im Englischen, wenn man irgendwie ein Proper Noun und darauf folgende Zahl hat, dann wird das meistens mit einem Komma getrennt. So, jetzt gibt es aber Eigennamen, wie zum Beispiel den Mental Health Act 1983. Da kommt kein Komma dazwischen. Trotzdem hat unser Model gesagt, so, da muss immer ein Komma dazwischen geschmissen werden. Und die Nutzer haben dann gesagt, nee, da kommt kein Komma dazwischen. Das heißt, wir rollen diese Models an unsere Nutzer aus und haben dann eine Art Tracking oder Monitoring, was letztendlich nichts anderes macht, als wenn ein Nutzer eine bestimmte Regel deaktiviert, dann bekommen wir so einen kleinen Kontext, was genau deaktiviert wurde und können darauf basierend dann Entscheidungen treffen und dieses Model manuell tweaken. Und kann man dazu die ganze Regel deaktivieren oder könnt ihr auch nur anhand von ignorierten Verbesserungen? Die Frage von Johannes war, ob man die Regel deaktivieren muss oder was war der zweite Teil? Ich muss die Verbesserung ja nur nicht durchführen. Genau. Nee, tatsächlich, die Frage ist, erkennen wir das nur, wenn der Nutzer die Regel deaktiviert oder der Nutzer einfach den Vorschlag ignoriert? In dem Fall, wenn der Nutzer es ignoriert, dann ignorieren wir diese Daten auch.
Genau, also wir brauchen schon explizites Feedback vom Nutzer. Plus, das klingt jetzt so ein bisschen so, als würden wir irgendwie alle Texte mitlesen. Ganz im Gegenteil, wir bekommen tatsächlich immer nur mit, wenn jemand eine Regel deaktiviert. Wenn jemand in den Browser-Add-ons irgendwo im Netz was schreibt, dann werden diese Texte nirgendwo bei uns gespeichert, sondern wir sagen explizit nur, wir wollen nur Daten oder Texte speichern, wenn jemand eine Regel deaktiviert und dann auch nur 20 Zeichen nach rechts und 20 Zeichen nach links von dem Kontext. Genau. Stand jetzt sind wir so weit, dass wir, dass 30% aller unserer Grammatikvorschläge aus der Maschine kommen. Es wird immer irgendwie ein hybrider Ansatz bleiben. Wir glauben nicht, dass wir in Zukunft irgendwie bei 100% AI sind, um Fehler zu finden. Es gibt einfach Dinge, die kann man in der Regel deutlich besser abfangen. Zum Beispiel jetzt 9-Euro-Ticket. Wird mit Bindestrich geschrieben, 9-Euro-Ticket. Das ist etwas super einfach, das mit einer Regel zu bauen. Da brauche ich jetzt nicht irgendwie ein Model trainieren, was Bindestriche an der richtigen Stelle vorschlägt. Da ist das deutlich einfacher und da habe ich den 100% Recall. Genau. Das war's. Liege ich in der Zeit? Ich glaube schon. Gut. Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr Bock hattet, mir zuzuhören.